Videokolumne Nummer 3, Dezember 2019. Hänsel und Gretel von Engelbert Humperding, der Auftritt der Mutter im ersten Akt. Vorher haben Hänsel und Gretel alleine zu Hause ziemlich viel Quatsch gemacht, haben dieses berühmte Tanzlied gemeinsam gesungen, Brüderchen, komm, tanz mit mir. Und auf einmal kommt die Mutter rein und ärgert sich wahnsinnig, dass die Kinder nicht gearbeitet haben, wie sie es eigentlich hätten machen sollen. Und jetzt bricht in diese schöne diatonische Welt von Brüderchen, komm, tanz mit mir, alles in F-Dur, die Welt Richard Wagners ein, so wie sie Humperding, selber großer Wagnerianer und einige Jahre dessen Assistent, gelernt hat, nämlich die alterationschromatische Harmonielehre Wagners. Und in nur wenigen Takten werden unglaublich viele verschiedene harmonische Zentren durchlaufen, wird durch Hoch- und Tiefalteration einzelner Töne dieses sehr klare diatonische Gefüge des F-Dur-Tanzlieds, was vorher erklungen ist, aufgelöst. Natürlich, um hier zu zeigen, diesen Ärger, diese Wut, diese Aufgelöstheit letztlich auch der Mutter. Und es geht los mit einem verminderten Dominant-Sept-Non-Akkord mit tief alterierter Quinte, der sich dann zu einer 16. C auflöst. Dann geht es direkt weiter zu einem B-Dur-Akkord, der hier wiederum dominantisch ist mit der Septime. Dieser geht weiter wiederum zu einem weiteren Dominant-Sept-Non-Akkord auf einer weiteren anderen Tonstufe. Nun steht der nämlich auf D mit dem Fis als Leitton hin zu einem C-Dur-Dominant-Sept-Non-Akkord. Chromatisch wird das weiter nach F-Dur geleitet. Und auf einmal sind wir in As-Dur, das aber wiederum als Dominant-Akkord. Oben gleichzeitig singt die Mutter ein Was ist das für eine Geschichte? Und da steht dann ein Cis. Weil nämlich dieses As-Dur gleichzeitig enharmonisch Gis-Dur ist, Gis-Dur als Dominante zu Cis-Moll bzw. Cis-Dur, wo wir erst landen, bevor es dann Dur-Moll wechselt. Dort in Cis-Moll weitergeht, wenn die Kinder sich ziemlich verzagt und so ein bisschen ja, eingeschüchtert vom Wutausbruch ihrer Mutter rechtfertigen und entschuldigen. Viele Harmonien in wenigen Takten. Wenn Sie dazu mehr Fragen haben, Dr. Takt unter der E-Mail-Adresse takt@deutscheoperberlin.de. Schreiben Sie mir.